Nils Heinrich. Heute gucken wir auf dieses großartige Land hinterm Atlantik, in dem alles größer und widersprüchlicher ist als hier, die USA. Die größte Wirtschaftsnation der Welt ist auch gleichzeitig die kaputteste. Die Supermärkte sind groß wie Flugzeughangars, damit die adipösen Einwohner auch reinpassen. Dort kaufen sie fettfreie Fertignahrung und zuckerfreie Cola in raketengroßen Plastikflaschen, die sie dann mit dem Geländewagen nach Hause fahren. Auf dem Highway gibt's extra Fahrspuren für Monster Trucks und über den Highways fliegen Helikopter, die rund um die Uhr Verfolgungsjagden fürs Fernsehen übertragen. Lieblingshobby aller US-Amerikaner ist, sich Angst einjagen lassen, am liebsten von Fox News. Großartige Fernsehserien kommen aus diesem Land, The Walking Dead, Breaking Bad und Mad Men. Vor Jahren von segelnden Christen und Juden besiedelt, die einträchtig einheimische Rothäute mit Schnupfen und Gewehrkugeln ausrotteten, werden die USA heute im Osten von Disney World Florida begrenzt und im Westen von Disneyland Kalifornien. Die überzuckerte menschliche Landmasse unterteilt sich in East Coast Rapper, West Coast Rapper, Rednecks, Anwälte, Makler und Obdachlose. Der durchschnittliche US-Haushalt besteht aus Mann, Frau, zwei Schusswaffen und einer tonnenschweren Hypothek. Ohne seine Hypothek kann der Amerikaner nicht ruhig schlafen. Die Waffen braucht er, um sich im Ernstfall gegen Zombies, Aliens und schwule Kommunisten verteidigen zu können. Hin und wieder wird dabei aus Versehen mal oder mit voller Absicht ein Mensch erschossen. Dann erschrecken sich alle. Hauptzahlungsmittel ist in der Stadt die abgelaufene Kreditkarte, auf dem Land die vorgehaltene Waffe. Ihre wirtschaftliche Potenz verdanken die USA der Sklaverei, die lange auf dem eigenen Territorium betrieben wurde, bis man sie erfolgreich nach China exportierte. Die meisten heimischen Arbeitsplätze gibt es in den Trickfilmstudios der Simpsons und in der Rüstungsindustrie. Um deren Jobs zu sichern, muss ständig die Demokratie in die Welt gebracht werden, auch dorthin, wo sie gar nicht hin will, also nach Afghanistan. Das Ganze wird finanziert von der Volksrepublik China unter Führung der Kommunistischen Partei. Verrückt. In 2 Wochen wählen die USA einen neuen Präsidenten. Man hat die Wahl zwischen einem grinsenden Mormonenmillionär, der sich die Zahnzwischenräume mit Dollarscheinen reinigt, und einem ausgebrannten Soulsänger, der in letzter Zeit kaum noch Hits hatte, außer beim Counter-Strike-Spielen mit Joystick und Drohne im Himmel über Pakistan. Egal wie die Wahl ausgeht, ich bin gespannt auf die nächsten Staffeln von The Walking Dead, Breaking Bad und Mad Men. Wenn man nämlich diese US-Serien sieht, lernt man mehr über das Land, als wenn man Nachrichten guckt. Und ich sag mal so, es lief schon mal deutlich besser für die USA.